Hallo und willkommen zurück. Ja, das waren jetzt erstmal einige Informationen, die wir gesammelt haben. Und, das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Ich lasse mich ablenken. Jetzt, ich wollte gucken, dass ich jetzt auf dem Rückweg bei der ehemaligen Kollegin vorbeischaue, die gerade bei den Prostituierten rumsteht. Ich will ja noch nicht zu viel verraten. Das können wir eigentlich mal machen. Und was hatten wir noch? Ich muss gerade mal gucken. Wir werden auf jeden Fall halt mit der Mutter von der Megan Reed reden und ihr erzählen ein bisschen, was wir rausgefunden haben. Dem Carella Bescheid sagen und genau den Neuralknoten in unser Apartment bringen. Und ich laufe gegen die Wand. Muss ich mal ganz kurz überlegen, in welcher Straße. Also ich weiß, wie die Straße hieß, wo die steht. War das diese hier? Nein. Oder? Doch, genau da vorne steht sie. Das war richtig. Jensen, lange nicht gesehen. Jensen, meine Güte, ist lange her. Erinnern Sie sich an mich? Wir haben im alten 17. Revier zusammengearbeitet. Oh Mann, ich wünschte, ich könnte sagen, Sie haben sich überhaupt nicht verändert, aber das wäre Schwachsinn, oder? So könnte man das ausdrücken. Oder Ihr Stil gefällt mir. Sind wir doch mal ein bisschen flirtig. Ja, so könnte man es ausdrücken. Ihr neuer Style gefällt mir. Bisschen offenherzig für meinen Geschmack, aber nicht ohne Reiz. Ach ja? Sie sollten sich trotzdem keine Hoffnungen machen. Ich bin nämlich undercover und beobachte die Relic Robellers. Ich habe so eine Ahnung, da bahnt sich was an. Warum beschleicht mich plötzlich das Gefühl, dass Sie mich dafür ins Boot holen wollen? Weil Sie clever sind. Das und die Tatsache, nun, es ist ja ziemlich offensichtlich. Aber Spaß beiseite, Sie hätten zu keinem günstigeren Zeitpunkt kommen können, Jensen. Dieser Fall, wir treten auf der Stelle und könnten ein wenig externe Hilfe brauchen. Reden Sie weiter. Ich bin jetzt bei der Dienstaufsicht und wir ermitteln gegen einen korrupten Cop. Jack O'Malley, ein allglattes Arschloch. Allglatt wie die Man in Black. Wir wissen, er dealt mit Drogen und Waffen und er hat Kontakt zu den Gangs. Aber er ist clever. Wir können ihm einfach nichts nachweisen. Er hat mit Sicherheit Freunde ganz weit oben. Okay, und was hat das mit mir zu tun? Sie sind ein Außenseiter. Sie können Dinge tun, die für uns verboten sind. Ja, das können wir. Ich möchte, dass Sie ein paar Sachen für mich erledigen. Brechen Sie in sein Apartment ein. Gehen Sie ins Revier der DRBs und geben Sie sich als Auftragskiller aus. Der Typ ist kein Leichtgewicht, Jensen, sondern ein schwerer Brocken. Spielt in der ersten Liga. Mit Erstliga-Konsequenzen. Wir müssen ihn kriegen, bevor es zu spät ist. Sind Sie dabei? Das nehmen wir an. Und wir erfahren auch so noch gleich ein bisschen was darüber. Ich kann doch so einen nicht frei rumlaufen lassen. Ich bin dabei. Sehr gut. Dann an die Arbeit. Wie gesagt, ich habe ein paar vielversprechende Spuren, aber O'Malley hat Freunde ganz oben. Ich bekäme keinen Haftbefehl, selbst wenn ich ein Video des Täters hätte, wie er ein Geständnis ablegt, indem er sein Tatmotiv mit dem Blut des Opfers an die Wand pinselt. Darum werden wir wohl ein paar Regeln brechen müssen. Ungestüm. wir müssen die Sache vorsichtig angehen. Okay, aber trotzdem müssen wir die Sache vorsichtig angehen. Ihre Untersuchung darf dadurch nicht gefährdet werden. Stimmt. Aber Jensen, wenn wir es nicht machen, gibt's bald keine Untersuchung mehr. Sie kennen mich. Normalerweise halte ich mich an die Vorschriften.
Aber diesmal ist der Bösewicht ein Freund des Verfassers dieser Vorschriften. Okay. Genauere Info zu dem Undercover-Einsatz, bitte. Was hat es mit dem Undercover-Einsatz als Auftragskiller auf sich? O'Malley ist ausgekocht und ein bisschen paranoid. Ständig benutzt er Strohmänner, Sündenböcke und falsche Fährten, um uns in die Irre zu führen. Aber wir konnten in monatelanger Kleinarbeit einen seiner Leute umdrehen. Er ist jetzt unser Maulwurf, versorgt uns mit Informationen und so weiter. Und der bringt mich rein? Genau. Gestern hat einer von O'Malleys Männern einen Drogendealer erledigt. Es gibt einen Zeugen, aber wir kennen keine Einzelheiten. O'Malley schon, und er sucht jemanden, der sich um die Sauerei kümmert. Der Typ, der das sonst macht, sitzt gerade wegen Drogenbesitz. Also schickt unser Kontakt sie als Ersatzmann. O'Malley wird in einer Gasse neben dem Polizeirevier auf sie warten. Und ich soll dann die Info über den Zeugen aus ihm rausholen. Ah, Sie haben es immer noch drauf, Jensen. Wir glauben, dass Sie für O'Malley die Mordwaffe beschaffen, damit den Zeugen erledigen und sie dann einem Sündenbock unterschieben sollen, den er später verhaftet. Sie müssen nur die Waffe sicherstellen und zu mir bringen. Und was ist mit dem Zeugen? Wir sind fast sicher, dass er zu den MCBs gehört. Sobald Sie wissen, wo er sich aufhält, gehen Sie hin, brechen jeglichen Widerstand und bereiten ihn auf die Abholung vor. Vorbereiten? Naja, er ist ein Gangmitglied, Jensen. Er wird sich nicht freiwillig ergeben, aber wir brauchen ihn lebend. Sie müssen also mal den Macho spielen und ihn bewusstlos schlagen. Einer unserer Leute wird dann über ihn stolpern. Glücklicher Zufall, Sie kennen das ja. Mal den Macho spielen? Macht er das nicht dauernd? Apartment. Wonach sollen wir suchen? Also, wonach soll ich in O'Malleys Apartment suchen? Informationen, Drogen, Waffen, einfach alles, was es uns erleichtert, eine bombensichere Anklage gegen ihn aufzubauen. Je mehr sie finden, desto besser. Und zur Lieferung? Okay, wie war das mit dem Eindringen ins DRB-Revier? Tja, Sie müssen da rein und eine Waffenlieferung für mich ausfindig machen. Wir haben verlässliche Informationen, dass O'Malley darin verwickelt ist, aber ich brauche Beweise, dass die Waffen wirklich da sind. Vermutlich haben sie irgendwo gelagert. Ein Cop, der Waffen an eine augmentierungsfeindliche Straßengang verkauft? Kein schönes Bild. Kann man wohl sagen. Wir sind uns doch einig, dass das nichts Gutes bedeuten kann, oder? Ich weiß nicht, wo dieses DRB-Lager genau ist, aber für sie ist ein Bonus drin, wenn sie rein und wieder rauskommen, ohne entdeckt zu werden. Das würde mir das weitere Vorgehen erleichtern. Okay, ziehen wir es durch. Sie erreichen mich auf meinem Infolink, wenn es was Neues gibt. Ausgezeichnet. Oh, und Jensen, eines noch. Um meine Tarnung zu schützen, sollten Sie mich erst wieder kontaktieren, wenn Sie alles erledigt haben. So, ich fand, das war ganz schön viel auf einmal. Also im Grunde geht es um einen... Was guckst du denn so? Bist du was? Im Grunde geht es um einen korrupten Cop und der ist verwickelt in Gangaktivitäten, die mit Waffen und Drogen handeln, und wir müssen also zum einen in sein Apartment. Wir müssen jemanden beim Polizeirevier treffen, das heißt, ich kann eigentlich, glaube ich, gerade wieder zurücklaufen. Und wenn ich das denn jetzt unbedingt machen will, weiß ich noch nicht. Was war das andere noch? Sein Apartment, da müssen wir gucken, was wir da finden können. Ihn treffen und... genau, uns als Killer ausgeben. Und das Sekundärziel ist, da einzudringen. Und ich glaube, da diese... War das das mit den Waffen... Okay, was ich aber gerade machen, abschließen möchte, ist eigentlich das da. Beziehungsweise die zwei Sachen. S2 und S3. Willkommen beim Automaten. Moment mal, das heißt, ich habe beides in meinem Apartment? Ach so, wartet. Ach ja, genau, die Mutter wartet da auch. Das ist sozusagen die Lobby des Apartmentgebäudes. Also wenn du mich hat
gerade was von einem Hotel. Was ist das denn? Schmierereien. Zeitungen. Okay. David, hast du was rausgefunden? Bitte. Ich muss wissen, was wirklich mit Megan passiert ist. Wir gehen einfach wieder. Ich bin allen Spuren von Detective Chase nachgegangen. Du hattest recht. Etwas an Megans Fall war faul. Was hast du rausgefunden? Okay, wo fangen wir denn mal an? Ich weiß gar nicht. Einfach beim Zeugen. Nur 3 Leute sind lebend aus den Labors rausgekommen. Ich und 2 andere. Einer starb ein paar Tage später im Krankenhaus. Der 2., ein Labortechniker, wollte eine genaue Aussage über alles machen, was er gesehen hatte. Aber als die Ermittler bei ihm eintrafen, konnte er sich plötzlich an nichts mehr erinnern. Du scheinst das aber nicht zu glauben. Tue ich auch nicht. Nicht nach den Berichten, die ich gelesen habe. Ich glaube, jemand anders war zuerst bei ihm. Und jemand hat den, einen speziellen Gerichtsmediziner angefordert? Jemand von der Regierung, ein Mann namens Manderley, hat befohlen, dass ein spezieller Pathologe die Autopsie durchführt. Er hat die lokalen Stellen umgangen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Zumindest klingt es nicht gerade gut. Ein Officer, der mit dem Fall betraut war, sollte ein wichtiges Beweisstück verschwinden lassen. Auf unscharfen Aufnahmen einer unserer Intellicams sieht man, dass die Angreifer etwas in die Labors bringen. Was? Was haben sie reingebracht? Ich weiß es nicht. Aber jemand weiter oben wollte diesen Beweis vernichten. Also muss es wichtig gewesen sein. Ich habe einen Bericht gesehen, der bestätigt, was Chase beunruhigt hat. Die Angreifer haben extreme Methoden eingesetzt, um die Identifizierung von Leichen und Ausrüstung unmöglich zu machen. Oh Gott, Megan. Was hat das zu bedeuten, Adam? Ich weiß es nicht genau. Sie wollten wohl keine Spuren hinterlassen, keine DNA, die auf sie verwiesen hätte. Aber das passt alles irgendwie zu gut zusammen. Das heißt also, wir haben nichts Stichhaltiges gefunden? Nein, tut mir leid. Aber eines ist völlig klar. Jemand hat sich große Mühe gegeben, die Beweise in diesem Fall zu vertuschen und zu beseitigen. Dieser jemand hat Macht und wollte alles auslöschen, was die Untersuchung verlängert hätte. Und genau, wir haben den Armreif gefunden, den möchte ich eigentlich schon geben. Tut mir leid, Cassandra. Ich wünschte, ich hätte konkretere Antworten für dich. Aber ich habe etwas gefunden, das du haben solltest. Megans Armreif. Sie hätte bestimmt gewollt, dass du ihn bekommst. Oh, Adam. Das ist wirklich sehr lieb. Sie hat ihn von ihrer Großmutter bekommen. Sie hat den Armreif sehr geliebt. Danke für alles. Und, weißt du jetzt genau, wie Megan gestorben ist? Ja, da kann man jetzt ganz hart einfach sagen, ja, Knie gebrochen, Körper verbrannt und das möchte ich natürlich nicht so detailliert ihr sagen, was wir aber wissen, dass sie ja nicht gelitten hat, weil es mit dem Genickbruch ja wahrscheinlich recht schnell ging. Ich habe die Berichte gelesen. Sie hat nicht gelitten, Cassandra. Das kann ich dir versichern. Danke, Adam. Es ist nicht viel, bedeutet aber zumindest ein wenig Trost. Ich vermisse sie so sehr. Ich versuche mal optimistisch. Keine Sorge, Cassandra. Es ist nicht vorbei. Ich weiß nicht wie oder wann, aber ich werde dieser Sache auf den Grund gehen. Ich wusste, es war richtig, dir zu vertrauen, Adam. Aber sei bitte vorsichtig. Schon seltsam. Ich dachte, wenn ich die Wahrheit weiß, würde ich mich besser fühlen. Nee. Aber nichts wird diese Wunde je heilen. Meine Tochter ist fort und ich werde sie nie zurückbekommen. Ich könnte mich darauf verlassen, dass ihr Gerechtigkeit widerfährt. Vertrau mir. Ich sorge dafür. Ja, kann man hoffen, dass wir das wirklich tun können. So, und dann, ich weiß gerade gar nicht, was das Hauptquest jetzt alles auslöst. Deswegen würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück und machen jetzt das Nebenquest.
ich muss gerade mal schauen. Wir sind nicht so weit von dem Seraph-Gebäude entfernt, oder? Können wir natürlich im Prinzip auch gerade vorher noch dem Typen Bescheid sagen, dass alles in Ordnung ist. Karte. Das ist neben dem Polizeirevier. Apartment. Ach nee, das war S2. Oh ja, das kann warten, ist schon okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da jetzt am sinnvollsten war, was man zuerst macht. Ob wir da direkt in diesen Bezirk da reingehen. Uns mit O'Malley treffen vorher vielleicht. Kann mich gar nicht entscheiden. Ich würde, glaube ich, lieber das da oben als letztes machen, dass wir erstmal irgendwie ins Apartment gehen und dann mit ihm reden oder so. Kommt drauf an, was ich jetzt am schnellsten finde. Geradeaus rechts, nochmal rechts. Ich finde meine Wegfindung. Gucken, ob ich es schaffe auf Anhieb. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu früh rechts. Nee, das passt schon. Jetzt haben wir die Frage, ob man auch durchkommt. Sollten wir aber. Die Ecke kennen wir jetzt schon. So, und das ist nochmal dasselbe Apartmentgebäude, wo wir schon drin waren. Da müssen wir jetzt, glaube ich, einen Stock höher. Geht's hier zu den Treppen? Ja. Moment. Da sind wir richtig. Okay. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Ich guck mal auf die Ecke. Da ist niemand. Erstmal speichern. Und hier müssen wir wieder hacken. Wir haben keinen Zugangscode. Ist aber kein Problem. Ist nur eine Tür. Na, klicken. Zugriff gewährt. Und dann. Ach, ich wollte gerade sagen, was hatte ich denn auf der 5? Das war dieser, dieser Öffner. Der Dosenöffner. Für Safes. Für Sicherheitsschloss. Okay. Das ist der Stoppwurm. Dann lege ich doch mal. Moment, ich lege das mal auf die 3. Und eigentlich möchte ich nichts auf der 7. Okay. Also erstmal gucken, dass keiner zu Hause ist. Aber da der beim Polizeirevier in der Gasse rumhängt, sollte er eigentlich nicht da sein. Was könnte jemand anders da sein? Weiß es nicht. Gut. Dann, da können wir Munition einsammeln. Die übliche Zeitung. Hat sich da nicht mittlerweile irgendwas getan? Ach ja, genau. Da stehen jetzt die Nachrichten über die Geiselnahme drin. SWAT-Teams des DPD verhinderten heute in Milwaukee Junction eine Tragödie, indem sie einen mehrstündige Geiselnahme im Werk von Seraph Industries beendete und mehrere Arbeiter aus der Gewalt pro-humane Extremisten befreite. Steht da irgendwas von uns drin? Wahrscheinlich nicht.
darf keiner wissen, dass wir da waren. Steht eigentlich was drin, ob die Dingens da überlebt hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Hatte sie es nicht geschafft? Schlimm, ich weiß es schon gar nicht mehr. Egal. Ja, was haben wir denn da? PA. Türcode ist 1029. Das wird wahrscheinlich die Tür betreffen. Gucken, dass sich da nichts versteckt. Dann Kühlschrank kann man wieder anheben, wenn man könnte. Au. Ja, das hatte ich vergessen. Der hat zwei. Ein Sicherheitscode, aber ein zusätzliches, eine Falle eingebaut. Zum Glück hat uns das nicht getötet. Haben wir gerade nochmal Glück gehabt. Irgendeine Granate oder sowas war das. So, hier haben wir die Drogenpakete. Finde mindestens einen belastenden Beweis. Das haben wir. Natürlich suchen wir noch weiter. Leere Schublade, Computer. Wo muss ich lang? Einfach da lang. Okay. Ja, das kriege ich nicht mehr. Zugriff gewährt. So, was haben wir denn da? Ach so, das ist wieder dieser tolle Code für die Tür ganz vorne. Sam hat Scheiße gebaut. Gerade ein bisschen querlesen. Ist einfach zu Big Bens Ecke marschiert und hat ihn umgelegt auf offener Straße. Das ist eine ernste Sache, Boss. Wenn die Sam schnappen, sinkt er, dass wir... Das wissen sie. Ich glaube, den Typen möchte der, O'Malley umbringen lassen und wir müssen halt sagen, dass wir das übernehmen. Okay. Keine weiteren belastenden Beweise. Da haben wir einen... Ach Mist, den Safe kann ich noch nicht knacken. Habe ich eigentlich... wie sieht's denn mit meinen Augmentierungen aus? Ah, ich habe verfügbare... Entschuldigung, verfügbare Praxiskits 5. Könnte ich natürlich... Hacken 3 kaufen, das rentiert sich auf jeden Fall. Und dann werde ich nochmal gucken, demnächst... was ich noch haben will. Das ist immer ganz gut, wenn man sich das ein bisschen aufspart und dann, wenn man in der Situation ist, wo man was braucht, das dann verteilt. So habe ich das zumindest gemacht bisher. Öfter mal. Armbrustbolzen können wir nicht nehmen. Will ich die überhaupt? Ich steig mal aufs Bett. Armbrustbolzen. Wenn es ein Beweismittel wäre, würde es nicht in unserem Inventar landen. Ich habe halt echt keinen Platz dafür. Wieso kann ich die nicht stapeln hier, die Dinge? Ach, Mist. Wenn ich bewegen mache und dann da drauf... Nö, das ist echt doof. Ich habe hier auch so einen Riegel. Ich weiß auch nicht, warum man sich nicht darauf stapelt. Naja, dann muss ich jetzt erstmal auf die Bolzen verzichten. Schrotflinte, ein E-Book.
Und eine Dusche, sonst nix. War es das eigentlich schon? Okay, der Safe dann. Ja, richtig. Da ist dann bestimmt noch eins drin. Ein Beweismittel, ein Belastungsmittel, wie auch immer. Ah, jetzt haben wir zwei dieser Knoten. Rechts und links, müssen beide rechtzeitig. Das heißt, wir müssen jetzt in zwei, ab da dann in zwei Richtungen gehen. Da werde ich eventuell das hier schon mal verstärken. Oh, was geht? Kein Ding. Zugriff gewährt. Ein Virus und Schrotpatronen. Na gut. Dann war es das hier erstmal. Ich würde zu gern diese Bolzen da. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann in meine Armbrust schieße, aber. Ich werde mir, ich werde die Aufnahme beenden und mal mir mein Inventar ein bisschen aufräumen, gucken, was ich weglassen kann. Zum Beispiel hier, ich habe dieses Standard-Gewehrmunition, da habe ich auch viel zu viel. Und dann schaue ich mal, ob ich die Armbrustbolzen noch mitnehmen kann. Und dann geht's hier direkt beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.